Ich bin nicht mehr jung. Ich bin noch nicht alt. Ich bin jetzt in mittleren Jahren. Ich habe das Auf und Ab des Lebens, hab Hölle und Paradies erfahren. Ich möchte fortgehen und bleiben und fliegen und langsam gehen. Ich möchte alleine schreiten und doch anderen zur Seite stehen. Ich bin nicht mehr heiß, ich bin noch nicht kalt, bin vernünftig und lebenserfahren. Ich denke oft an die Freunde von einst, wie jung und töricht wir waren. Ich möchte weinen und lachen und glücklich sein. Ich wäre ganz gern bei mir selber und trotzdem niemals allein. Ich bin nicht mehr jung. Ich bin noch nicht alt. Ich bin jetzt in mittleren Jahren. Ich möchte, bevor es ans Sterben geht, noch einmal ganz viel Leben erfahren. Okay. Hier sind wir wieder, Frau Ebert. Ich grüße Sie. In den mittleren Jahren sind wir, ne? Ja, ich bin in den mittleren Jahren. Ich habe da einmal mit dem Auge so gekniffelt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich glaube, das war nicht dicht genug dran. Ich habe doch das gemacht. Ja. Toller Text. Ich bin jetzt in mittleren Jahren, habe ich da mit dem Auge gekniffen, weißt du? Ja. Okay. Ja, willkommen. Sogar habe ich gerade hier. Mittlere Jahre. Stell dir mal vor, wie alt werde ich denn dann werden? Ja, oh Gott, oh Gott. 160, ne? 170. Ja, wer weiß, ne? Ich mach schon Sachen, du mittlere Jahre. Du hast einen 140-jährigen Sohn. Das wäre doch was, ne? Und dann gehen wir zusammen ins Altenheim. Ja, in der Party, ne? Dann gehen wir zur Diskothek, ne? Okay, ja. Danke schön. Oh Gott, ja, der Text hat mich, hat es mir angetan. Weißt du, das geht mir auch so. Ich möchte dies und das und dies und jenes. Genau, richtig, Extreme. Ja. Möchte leben eigentlich, ne? Das ist ja der Drang zum Leben. Ich möchte ne? noch ganz viel leben. Ja, genau, ja. Ja. Ganz viel Leben erfahren. Richtig, ja. In diesem Sinne, ne? Hast du noch Milch? Und noch ein bisschen? Ja, ein bisschen noch mal. Ja, danke. Und Zimt möchten wir ja auch, ne? Ja, ist ja da. Zimt ist für den Kopf oder für die Haut oder für die Augen oder was? Nein, ist das immer? Zimt ist, dass du keine Diabetes, kriegst, Christoph. Dann sagen wir erstmal Päuschen. Ja, Päuschen, ne? Wir kommen hier zu Kaffeeklatsch. Wir möchten noch ganz viel Leben, ne? Ja. Erfahren. Ganz viel Leben erfahren. Mhm. Da hat ja auch jeder eine andere Vorstellung davon, was das ist, ne? Was? Das Leben? Leben erfahren, wie man das Leben erfährt. Und was wichtig, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, was wichtig ist im Leben. Ja, wichtig ist auch das Negative, ne? Ja, aber was wichtig ist, ist was wichtig ist für dich. Ja. Zum Beispiel heute ist ja ein bedeutender Tag für Deutschland. Das ist ja wichtig für dich. Ja für überhaupt dich nicht auch. Nee, gar doch, nicht. Natürlich. Wisst ihr, da streiten sich wieder die Geister. Ja, und da kommt man sich manchmal so ein bisschen in die Haare, weil... Ja, du politisch gar nicht ein bisschen gebildet bist. Du bist gar nicht gebildet politisch. Weil dich das nicht interessiert. Weil ich da eine andere Überzeugung habe, weil ich gesehen habe, das sind alles, die Politiker werden alle gekauft. Das ist alles eine Geschäftemacherei. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Das hat nichts mit... Das ganze Leben ist Politik, Christoph. Nee, das Leben ist überhaupt nicht Politik. Doch, natürlich. Wisst ihr? Und dann sind wir wieder so, hier, guck mal, so. Dann geht's vor und zurück. Ich glaube, du bist noch zu jung dazu. Ich finde das gut, meine Mutter. Nee, gut, ne? Da manchmal kommt und vor allen Dingen bist du in Amerika, bist du vielleicht durch auch noch durch. Das ist ja auch sowieso in der Politik da drüben. Ne? Durch Amerika. Die Probleme, die wir in dieser Welt haben, können niemals, und ich sag's nochmal zum dritten Mal, niemals auf einer politischen Ebene gelöst werden. Niemals. Weil Politik ist Teil des Problems. Politik ist ja Teil von dem System. Wir versuchen ja, Leute zu dirigieren und da haben wir unsere gewählten Abgeordneten, die eigentlich unsere Interessen vertreten sollten, aber die Wahrheit ist, sie vertreten ja mehr die Interessen der Geschäfte, der großen Konzerne. Und das ist die Wahrheit. Das ist ja allgemein... Dann hätten wir aber nichts zu essen, wenn wir die Politiker nicht hätten. Unser Deutschland würde nicht so dastehen, wenn wir die Politik nicht gehabt hätten. Wie steht denn Deutschland da? Wenn wir nicht den Brand gehabt hätten. Christoph, hör mal. Das darfst du nicht sagen. Weißt du, dann würde ich dir wieder sagen, was du nicht sagen darfst, dass du meine Ansicht so ein bisschen runterspielst und sagen kann, Christoph, du musst so mehr denken, wie ich denke, weil das ist wichtig für dich. Aber der Punkt ist ja, jeder hat doch eine andere Überzeugung, jeder hat doch eine andere Wahrheit. Und die sollte man respektieren, das ist wichtig. Jeder hat doch seine eigene Wahrheit. Wir hätten nichts zu essen und nichts zu trinken in Deutschland, wenn wir keine Politik hätten. Die Wahrheit ist, dass ein Zehntel von dem,
was natürlich auch, ich meine, ich rede jetzt über zum Beispiel Krieg und die Waffenindustrie, ein Zehntel von dem, wenn wir das einsparen würden, würde der Welthunger weg sein. Wir benutzen das Geld zum Beispiel für politische Wahlen, für diese ganzen Leute, die da rumrennen und sagen, wählt für mich, ich habe eure Interessen, ich vertrete eure Interessen, das war alles eine Lüge, das ist alles eine Lüge. Deshalb, ich meine, die eine Sache, die der Trump schon mal ein bisschen war, das ist die Lügenpresse. Ich meine, die Presse, die ist ja auch so ein bisschen daran. Also sowas darfst du überhaupt nicht sagen. Christoph, ich finde das gut. Wir hätten keine Kindergärten, wir hätten keine Schulen, wir hätten gar nichts, Christoph, wenn wir die Politiker nicht hätten. Also wenn ich politisch wäre, Christoph, was redest du denn? Nein, Christoph, du redest nicht um Kopf und Kragen. Nee, Christoph, das ist nicht gut. Ist wirklich nicht gut. Da möchte ich auch sagen, ich finde es nicht gut, dass du mich da einfach meine Meinung so verneinst. Und du das unter den Tisch stellst und sagst, Christoph, du bist es, sag mal, du hast keine Ahnung. Ja? Wir brauchen doch, Christoph, auch, dass man sich einsetzt für Kindergärten, dass man sich für Schulen. Deshalb brauchen wir doch jemanden dafür, der uns da führt. Richtig, das gibt's doch gar nicht. Jemand, der uns führt. Wir brauchen keine Autorität außerhalb von uns. Das ist ja das Problem, die Autorität außerhalb von uns. Das ist das Problem. Was haben denn, guck dir doch mal unsere Geschichte an, was haben wir denn gelernt von der Vergangenheit? Wir haben unzählige Wahlen, unzählige Politiker sind gekommen. Nichts hat sich geändert wirklich in der Welt. Wir gehen in die Stadt, man sieht Leute, man sieht die Obdachlosen, man sieht die Ungerechtigkeit, die überall existiert eigentlich, weil wir sind ja dazu erzogen worden, unserem System zu dienen. Wir sagen, die Politik geht einfach wählen, die Politiker, die kümmern sich um euch. Geht in die Kirche, Gott kümmert euch um euch, ihr müsst euch nur unterwerfen. Und das ist doch alles Pipifax. Die Menschheit leidet. Siehst du das denn nicht? Christoph, hör mal, wenn wir das wäre der Aufbau unserer Städte nach dem Krieg, das wäre nie geschehen, wenn wir nicht jemanden gehabt hätten. Aber wenn wir nicht jemanden gehabt hätten, hätten wir auch überhaupt keinen Krieg, um anzufangen. Da gibt es überhaupt keinen Krieg. Warum gibt es denn Krieg? Gegen wen kämpfen wir denn, Schwarzi Mausi? Das ist auch wieder eine andere Sache, Christoph, mit einem. Das hängt doch alles zusammen. Das hat keinen Zweck. Politiker, die führen noch, wer führt denn Krieg? Politiker machen die Entscheidung, aber wir haben jetzt einen Krieg. Wer führt denn diese Entscheidung? Wer macht denn diese Entscheidung? Wir gehen jetzt zum Beispiel, wir senden Truppen nach Afghanistan. Und da gehen unsere ganzen Steuergelder hin. Weil wir sagen, wir müssen dahin. Die Politiker sagen das. Die Menschen wollen das nicht. Die Menschen, die leiden immer. Während die Politiker, die fahren in ihren großen Karossen herum, die haben ihre großen Tagungen und die machen ihr gutes Geld. Während die Menschheit leidet, und das war schon immer so. Weißt du was? Wir sind ja über Kaffeegarten, wir wollen uns doch nicht streiten. Nein, nicht weil der Punkt ist doch einfach, dass wir hier eigentlich auch sind, voneinander zu lernen, anstatt einfach die andere Meinung zu unterminieren und sagen, das ist doch, du hast Unrecht. Weil das ist ja eigentlich der Grund des Problems. Das ist der Grund, warum die Menschen sich streiten, warum die Menschen getrennt voneinander sind, warum es überhaupt zwei politische oder wie in Amerika sind, da gibt es ja die Republikaner und die Demokraten. Zwei-Parteien-System. Wer hat recht? Die spenden Unmengen an Wahlgeldern dafür. Die Politiker, die reisen in ihren riesigen Limousinen. Du sprichst jetzt von Amerika. Das ist doch überall das Gleiche. Wir sind nicht Amerika. Ja, aber Amerika ist in gewisser Weise auch schon ein großer Einfluss in der Welt. Das kann man ja nicht verneinen. Das sehen wir an Herrn Trump. Richtig, ja. Genau. Aber das ist doch überall das Gleiche. Das ist genauso in Afrika. Die Politiker da, das sind die korruptesten, die es überhaupt gibt. Ne? Du musst doch nicht immer alles über einen Kamm scheren, Christoph. Das machst du jetzt aber. Du scherst alles über einen Kamm. In gewisser Weise ist es schon so. Die Politiker, Mutter, die vertreten nicht die Interessen der. Auch wenn es gute Politiker gibt, wie zum Beispiel, es gab ja mal ein paar, wie zum Beispiel den JFK, die werden dann umgebracht. So ist es. Ne? Weil sie nicht die Interessen derjenigen vertreten, die sie unterstützen. Die sie einfach erstmal dahin bringen, dass sie überhaupt gewählt werden. Weißt du, was für eine riesige Lobby dahinter steht? Wie viele Milliarden da erstmal an Geldern fließen, damit die Leute erstmal da reingewählt werden? Und das ist das Problem, das sage ich. Und das siehst du nicht so auch, das hat auch mit der Generation zu tun, das verstehe ich auch. Aber es gibt eine andere Sichtweise. Es gibt nicht nur deine Denkensweise. Es geht doch schon mal los, dass du überhaupt nicht verstehen willst und kannst scheinbar nicht, dass man einen Bürgermeister braucht. Der sich einsetzt für Schulen, für Kindergärten und so weiter, für die Gemeinde. Der für die Gemeinde da ist. Das lehnst du trotzdem, das lehnst du ab. Warum? Kannst du mir mal sagen, warum? Das ist ein Politiker. Das sind auch Politiker. Ja. Und wenn wir die nicht hätten, zum Beispiel, was mir passiert ist hier, dass Silvester... ich glaube, da warst du noch nicht da, diese Silvesterbomben da auf mein Dach gefallen sind und kaputt gegangen ist. Wo Bürgermeisterin gekommen ist und sich das angeguckt hat, Christian, natürlich braucht doch eine Hilfe. Wozu sind die denn da? Und ein Bürgermeister muss da sein. Das verstehe ich denn. Du bist Sagen wir es mal so, Frau Ebert, ich verstehe doch auch mal deinen Sohn ein bisschen.
Ich bin schon mein ganzes Leben ein Freidenker gewesen. Ich habe mir immer vorgestellt, wieso, weshalb, warum passiert in der Welt, was ist passiert, was ist Gott, warum gibt es Krieg, warum gibt es Ungerechtigkeit. Ich habe mir da immer Gedanken gemacht. Ja. Und ich habe über meine Jahre, bin ja auch nicht mehr der Jüngste, habe meine eigene Philosophie, meine eigene Denkensweise entwickelt darüber, über dieses System, weil das System ist das Problem. Das habe ich öfter mal gesagt und ich sage es wieder, das System ist das Problem. Mhm. Weil wir dienen dem System und das System ist dafür verantwortlich, warum wir überhaupt Ungerechtigkeit haben. Und auch wenn es ein paar gute Politiker gibt, die gibt es auch, Leute, die haben gute Intentionen, trotzdem das System macht alles kaputt. Das ist die Maschine, weil die Maschine basiert auf Gier. Es ist die Gier, das ist ja, wir sehen ja auch in den Nachrichten, das Wichtigste ist, was in der Börse ist. Unser Bruttosozialprodukt, das ist die Wirtschaft, die muss angekurbelt werden, das ist das Allerwichtigste. Ne? Und wenn das so ist, ne, dann ist es natürlich, was worunter da leidet, sind die Menschen. Und unsere Menschlichkeit wird uns entzogen, weil wir müssen es nur unterwerfen. Und da kannst du noch so ein guter Politiker sein, wie du willst. Die Probleme können wir nicht auf einer politischen Ebene lösen. Das sage ich nur. Und wenn du mit dem nicht übereinstimmst, finde ich doch auch gut, weil wir sind ja doch bei Kaffeeklatschen. Der Punkt ist doch auch, wirklich verschiedene Meinungen zu haben. Die sollten doch auch koexistieren, weil diese Sache mit Recht gibt es ja in dem Sinne nicht. Dass du hast Recht oder ich hat Recht oder wer auch immer hat Recht. Ich meine, in gewisser Weise haben wir ja alle Recht. Für uns selber. Ja. Na, wenn man das auch mal ein bisschen weiter spinnt, diesen Gedanken, für sich selber, was auch der Hitler gemacht hat, für sich selber hat er gedacht, er hat Recht gehabt. Mhm. Ne? Auch jemand, der zum Beispiel da in Berlin oder diese Attentate, was auch immer macht, die Leute denken, die haben Recht, die sprengen sich in die Luft, die denken, die haben Recht. Und das ist, und der Grund, warum das überhaupt existiert, ist, weil wir in einer ungerechten Welt leben. Ne? Und deshalb sage ich, diese Probleme auf einer politischen Ebene können nicht gelöst werden. Und jetzt vielleicht würde ich mal sagen, genau, zeig mir. Ich wieder, die Sahne am manchmal kann man ein bisschen, sagen wir nochmal, dass Frieden herrscht, weil der Frieden fängt doch hier an, Frau Ebert. Ja. Und das ist doch durch die Gespräche, was wichtig ist. Jetzt kommt der Lehrer wieder raus, was wichtig ist, weil er meint, ihr Vater wollte ich schon sagen, ihr Mann, der war immer so, was wichtig ist, dass man auch eine andere Meinung, die völlig anders ist als seine Meinung, ist, dass man die auch, dass man auch erlaubt, dass diese Meinung, das ist okay, das ist deine Meinung. Wir können, in Englisch gibt es einen schönen Satz, we can agree to disagree. You understand what that means? No. Does anybody, you understand what that means? You can agree to disagree? Agree heißt übereinstimmen. Mm-hmm. Wir können übereinstimmen, dass wir nicht miteinander übereinstimmen. Das ist gut. Das finde ich auch gut. Ne? Das finde ich auch eine gute Sache. Ne? Weil, was ich das finde, ist immer ja dieser, das ist dieses Gewinn. Ich will Recht haben. Nein, wir haben Recht. Ne? Nee, gar nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es doch nicht. Es gibt nur andere Denkensweisen, eine andere Sichtweise. Und ich finde es wichtig, dass diese koexistieren können in dieser Welt, damit wir also erstmal das Gespräch anfangen können. Also wenn wir den Brand nicht gehabt hätten nach dem Krieg, wären wir noch nicht so weit, das sage ich dir. Ja, nein, nicht, dann wären wir nein, woanders. Nein, dann wären wir nicht so. Ja, und wenn, wir noch nicht so und wenn der Hitler den Krieg gewonnen hätte, oh meine gute Güte, ne? Das wäre furchtbar. Ne? Und wenn der Trump nicht gewonnen hätte, der Brand war schon wäre die Hillary dran. Ein toller Politiker, der Brand war. Es gibt einige gute, ne? Wie ich schon sagte, der JFK, ne? Aber nein, das ist ja in Amerika eine ganz andere Situation, aber Politik ist Politik. Ne? Ist auch in Afrika ist auch Politik, ist genauso in Australien oder Kanada ist auch Politik, überall. Ja, Politik ist überall. Ja, ist auch bei der Gesellschaft ist Politik, ist überall Politik. Aber das Leben, wir reden, oder ich rede jedenfalls über das Leben, hat eigentlich mit Politik gar nichts zu tun. Das Leben ist organisch, das Leben ist natürlich. Ja, da muss in den Wald gehen. Wirklich wahr. Meine Mutter. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Da fühlt man sich, die fühlt sich wahrscheinlich genauso. Da redet man gegen die Wand. Ne? Da könnte ich auch Chinesisch reden, das würde vielleicht noch besser sein. Ich gebe dir noch ein bisschen Kaffee hier. Ne? Aber ich finde es doch gut, wenn man trotzdem mal so manchmal sich so ein bisschen die Haare bekommt und das kann manchmal so ein bisschen intensiv werden, dass man doch da mal so ein bisschen, dass man das nicht so eng sieht. Das ist, glaube ich, auch ein guter Ausdruck. Das ist, was ich gesehen habe, vielleicht ein bisschen mehr Deutsch, dass die Deutschen die Dinge sehr eng sehen. Dieses eng heißt, sie sehen das in ihrer Sichtweise. Die haben ihre Sichtweise und die sehen nur das und deshalb sehen sie es eng. Weil so eine offene Sichtweise würde einem ja erlauben, auch andere Meinungen anzunehmen und dann mal zu sehen, ist ja interessant, dass du so denkst. Ich meine, ich denke, da habe ich eine ganz andere Sichtweise, aber ich finde es doch interessant. Mhm. Ne? You understand? I understand. Das finde ich doch gut, ne? Ja, weil das möchten wir ja eigentlich auch gerne hier bei Kaffeeklatsch so ein bisschen, dass das rüberkommt, das Verständnis, weil das brauchen wir. Okay, wir brauchen doch, weil dieses, das ist, weißt du was, das ist ja eigentlich auch Krieg. Das fängt ja mit uns an. Mhm. Ne? Na ja.
Deshalb, wir brauchen doch eigentlich mehr Verständnis in der Welt. Wir brauchen mehr Liebe, das einander zuhören, ne? Solche Sachen. Weißt du auch noch, damals war ich, als Kind hatte ich auch schon mal so einen Starkkopf, so einen Hartenkopf. Ne? Habe ich ja immer, ich musste ja immer, auch mit ihrem Mann, das war so schwierig. Am Frühstückstisch oder abends haben wir gegessen und wir haben eine Diskussion gehabt, auch über Politik oder verschiedene Sachen. Und da habe ich immer meine Meinung gehabt, ich musste immer das letzte Wort haben. Ja, ja, sicher. Das war ich als Kind schon. Als Kind schon, ne? Und jetzt sind wir hier. Aber man behauptet das auch von mir. Ne? Meine jünger werdende Mutter. Meine ja. Oh Gott. Und deshalb, ja, können viel. Wir können unglaublich viel, das ist eine Sache, die habe ich gelernt, wir können unglaublich viel voneinander lernen. Vor allen Dingen, wenn wir Leuten zuhören, wie zum Beispiel, wenn ich dir zuhöre oder wenn du mir zuhörst, wenn man mit Leuten zuhören, die eine andere Sichtweise vertreten. Mhm. Weil wenn man nur mit Leuten zusammen sind, die genauso denken wie wir denken, dann kann man nichts lernen. Das ist auch langweilig. Genau, genau. Ne? Deshalb, hier nochmal auch die Tassen. Ja, okay. Den Mike, Marienkäfer. Marienkäfer oder Maikäfer? Marienkäfer. Maikäfer ist braun, das musst du doch also sagen. Das ist auch braun. Also ja, richtig, ja, genau, die sind größer auch. Ne? In Biologie bist du nicht so gut gewesen. Ich war auch Schule, oh meine gute Güte. Aber das ist, das ist ja nur das Tollste, das Schönste, Biologie. Ja, alles kann schön, auch Mathematik kann interessant sein, wenn es, und das hängt ja auch von dem Lehrer ab. Ja, also es kann ein Lehrer, ein guter Lehrer kann das Unterrichtsfach ja zum Leben bringen. Ja. Oder ein schlechter Lehrer kann es ja wirklich so langweilig machen, ne, dass die Kinder überhaupt kein Interesse haben. Ne? Naja, aber ich war schlecht in Mathematik, das hat mich auch gar nicht interessiert. Aber ich kann ganz gut wirtschaften mit dem Geld und ich habe immer Zahlen im Kopf. Mhm, bei der Gymnastik, ich zähle immer, ja. Und mir haben früher Zahlen nie was Gutes getan. Also das war immer. Es gibt ja auch solche, die sagen, das Universum kann verstanden werden mit Mathematik, ne? Das sind Zahlen, das ist alles Numerologie, ne? In Computersprache ist ja alles 1 und 0. Das ist ja dieser Code, ne? One and Zeros, 1 und 0, 1 und 0, ne? Ja. Manchmal reden wir und wir reden, das ist wie Politiker. Politiker sind eigentlich, die reden und die können reden und die reden, aber die sagen eigentlich nichts. Aber die reden und die reden und die klingen gut und die haben natürlich auch geschult dahingehend, dass sie gute Rhetorik haben, das ist auch, die haben natürlich da auch Coaches, die ihnen sagen, hör mal, du musst so gehen und du musst so lächeln. Du merkst aber ganz genau, wenn einer das wirklich von sich aus, das merkst du ganz genau. Ja, das weiß ich ja nicht so genau. Wenn einer dahinter steht, Christoph, das natürlich. Du merkst das schon. Ja. Politiker sind ja auch Menschen. Ne? Wirklich, genauso wie Terroristen sind ja auch Menschen. Nicht die zu vergleichen. Ne? Mhm. Aber das sind ja alles Menschen, wir sind ja Menschen. Aber durch das Amt eines Politikers, der natürlich gewählt werden will, der natürlich rüberkommen will, dass er nett ist, ne, und dass er auch sympathisch rüberkommt. Ja, dass er auch was tut. Aber richtig, natürlich. Das aber, ist das Wichtigste. Ne? Ja, aber nochmal, man muss auch mal realistisch sein. Und ich weiß, ich habe da eine ganz andere Sichtweise als du. Man muss was tun für die Menschen. Ne? Genau. Wenn wir die Politiker nicht hätten, die Geschichte hätten wir dann eine andere Welt. Ja, mit unseren ganzen Flüchtlingen das alles in den Griff zu kriegen, Christoph. Nein, in den Griff zu kriegen. Ja. Weißt du, was gesagt wird, auch über die Merkel, was gemacht, dass die ganze Politik, ne, über die ganzen Flüchtlinge hier reinzubringen, ne, das wird die Islamisierung von Europa. Ne, die ganzen Flüchtlinge kommen hierher. Es sind in Paris, da habe ich öfter schon mal Videos gesehen, die werden überhaupt nicht in der Mainstream-Presse gezeigt. Ne? Mhm. Das ganze Stadtviertel, dass die da wirklich Krawalle haben und Autos werden angezündet und schlimme Dinge. Ne? Und die ganzen, die kommen hier einfach her und die Leute machen sich breit. Mhm. Und das ist ja auch in gewisser Weise politisch gewollt. Nee. Diese Krawalle. Ja, die lenken davon ab irgendwie. Ne? Und dann wird natürlich mehr Polizeiaufgebot. Wie so ähnlich auch in, auch das kann man nicht vergleichen, aber es ist auch so ein bisschen ähnlich in Amerika, diese ganzen School-Shootings, diese in der Schule. Das ist auch für die Waffenpolitik, wenn sie sagt, wir müssen jetzt, der Trump hat gesagt, wir müssen die Lehrer bewaffnen. Ja, ja, das ist ganz furchtbar. Das ist die Antwort. Naja, das ist aber auch für mich kein guter Politiker. Ach, das ist aber auch ein. Natürlich, naja, machen wir mal nicht. Aber auch er ist ja da, ne, er ist ja nicht irgendwie durch seine eigene Sache reingekommen, er hat ja auch Leute hinter sich. Und weil er natürlich auch sehr reich ist, ne, und ist da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er richtig Bücher schreiben kann. Art of the Deal hat er, glaube ich, gemacht, ne, die Kunst des Deals. Ja.
Hat er, glaube ich, mal ein Buch geschrieben. Oder, wie gesagt, jemand hat das für ihn geschrieben. Ne? Ja, eben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das selber hat. Aber er hat natürlich schon ein Imperium aufgebaut. Und das ist natürlich in Amerika, ne, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da gucken die Leute auf einen hin, auch wenn er eigentlich einen schlechten Charakter hat. Mhm. Ne, und Dinge macht, wie zum Beispiel die ganzen Frauen da vernascht, ne, und schlecht über die Frauen redet. Ne, aber hey, er hat was aus sich gemacht und das mögen die Leute. Ne? Vor allem in Amerika. In Deutschland wäre, glaube ich, so einer wird nicht an die Macht kommen. Ne? Nee. Was will ich mal sagen? Wer die Macht hat, das ist ja das Problem. Ne? Wer hat die Macht? Und die Macht, das ist ja auch etwas, wo sich die wenigsten Leute sich das wirklich ansehen. Macht korrumpiert. Und ja, absolute Macht korrumpiert absolut. Natürlich. Und das ist natürlich schon so eine Sache. Ne? Und das ist die Macht über die Menschen, ist die Macht, Gesetze zu beschließen. Ja. So. Und solche Sachen. Ne? Ja. Aber die Macht, weil die wirkliche Macht liegt ja eigentlich in uns selber. Das ist, glaube ich, ein schöner Endpunkt hier für heutigen Kaffeeklatsch. Die wirkliche Macht liegt ja in uns selber. Die wird uns ja entzogen, weil wir mussten uns unterwerfen. Die Mächtigen, die uns regieren, und da kommen Politiker und da sind neue Politiker und da gibt es Revolutionen, aber es gibt immer diese, die Macht über die Menschen haben. Und wenn das der Fall ist, natürlich können wir nie unsere inneren Mächte, weil da ist ja wirklich die wirkliche Macht in uns selber. Ja, wir sind ja alle zu so viel fähig. Wir Menschen sind ja spirituelle Wesen, wir sind ja Energiewesen. Jeder Gedanke ist ja Energie. Ja? Und das fängt ja schon an, wir wachsen auf. Kleine Kinder, die voller Energie sind und voll Wissbegierde, ne, und die müssen sich unterwerfen. Wird gesagt, jetzt bist du alt genug, jetzt kannst du reden. Nein, jetzt musst du aber zuhören. Darfst nicht mehr reden, jetzt musst du dem Lehrer zuhören. Ne? Und dadurch vergessen wir, für uns selber zu denken. Und da fängt schon das Problem an. Ne? Du verbesserst die Welt. Ich versuche mich ja auch noch mit meinen jungen Jahren, mich selber zu verbessern. Das ist ja die Sache, ne? Frau Ebert. Okay? Ich würde mal Seminare halten, Christoph. Das würde ich mal tun. Ne? Genau, das ist schon mal gut, dass du das sagst. Ich sagte mir nicht, der Christoph predigt. Ja, das ist ein Prediger. Nee, das ist kein Prediger, das ist mehr so ein Leute zum Denken anzuregen. Das eigentlich möchte ich machen. Ja, und dann aber böse Leute sagen. Mit meiner Mutter ist das schwieriger. Böse Leute sagen, der babbelt. Das ist natürlich, ne? Das habe ich ja auch, genau. Da habe ich auch mal lustigerweise gesagt, ja, du kannst mich bezahlen, damit ich aufhöre zu reden. Nicht, dass ich bezahlt werde, um zu reden, dass die Leute mich reden hören, die bezahlen mich, damit ich aufhöre zu reden. Ich rede so viel, ne? Das ist ja gut. In diesem Sinne nochmal. Prüstchen. Aber trotzdem ist es wichtig, einander zuzuhören. Wollte ich mir mal gesagt haben. Das ist richtig, ne? Ja. Tschüssi.